Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Die erste Antwort ohne Frage fällt direkt aus. Wir kommen weiter zu unserem How-to-Video. Finden Sie auf unserem Channel Sepp Responso. Wenn Ihre Frage hier also nicht vorgelesen wurde, dann wurde die Frage in dem Video schon beantwortet. Einfach dann dort kurz nachschauen. Die Fragen mit die Mails mit Ihren Fragen schicken Sie bitte an den Channel Semper Video. Die erste richtige Frage kommt von User CFCRFA bezüglich unseres Chatprogramms. Er meint, er hätte alles genau nachprogrammiert, aber trotzdem bekommt er Fehler. Ja, das liegt daran, weil Sie es doch nicht genau nachprogrammiert haben, denn sonst wären ja nicht die Fehler da. Ich habe mir mal den Screenshot angeschaut, den Sie mitgeschickt haben. Hier sind jede Menge Worte rot unterstrichen und das sind alles Fehler. Und das sind alles Fehler, die bei uns nicht aufgetreten sind, weil bei uns sind die Dinger ja nicht rot unterstrichen. Jetzt hier mal aus der Hüfte geschossen. Ich würde mal sagen, Sie schreiben hier von einer Variable namens Message. Und jedes Mal ist Message rot unterstrichen. Da musste man sich natürlich jetzt erstmal die Gedanken machen, wo ist die Message definiert? Und dann sehe ich hier oben ebenfalls einen String. Der heißt aber nicht Message, der heißt Massage. Das könnte zum Beispiel ein erster Hinweis auf einen Fehler sein. Warum der jetzt hier Reader ebenfalls rot unterstreicht? Sie schreiben es einmal groß, Sie schreiben es einmal klein, beides ist falsch. Ich nehme mal an, der Reader ist ebenfalls nicht definiert. Also da eventuell nochmal in den Quellcode schauen. Der ist also nicht korrekt abgeschrieben von uns. Eventuell verweise ich Sie einfach mal auf www.sempervideo.de/downloads. Hier haben wir den Quellcode von unserem Chatprogramm und von unserem Remote Control Programm. Eventuell da einfach mal reinschauen. Bella Mitzkin 1 fragt an, was passiert eigentlich, wenn man die Festplatte nicht defragmentiert? Eigentlich nichts. Also nichts Schlimmes. Die Schreib-Lesezugriffe, die werden immer langsamer. Also es dauert immer länger, eine Datei einzuladen. Zum Beispiel eine 10-Megabyte-Datei für eine Grafik oder Video. So, wenn Sie die jetzt auf einen Schlag lesen wollen oder schreiben wollen, und es ist genügend Platz auf der Festplatte, das kann in einem Schlag auf hintereinander geschrieben oder gelesen werden, dann ist natürlich die Festplatte sehr viel schneller fertig. Wenn die Festplatte allerdings, weil sie quasi keinen großen Platz mehr auf der Platte hat, diese Datei in 100 einzelne Teile zerbrechen muss und nach jedem Hundertstel der Datei immer an eine andere Position fahren muss und da weiterschreiben und wieder an eine andere und so weiter. Durch dieses ewige Hin- und Herspringen des Rejustierens des Schreiblesekopfes dauert es natürlich länger. Das ist der Punkt. So, was hat die Festplatte für Zugriffszeiten? Was gibt's da? Ja, will ich jetzt nicht sagen. Keine Ahnung. 10 Millisekunden. So, das heißt, wenn Sie jetzt eine Platte 100 mal, eine Datei 100 mal fragmentiert hätten, dann würde es vielleicht eine Sekunde länger dauern. Also ist vielleicht nicht das, wo man jetzt sagt, Quatsch, 8 Millisekunden ist doch der Zugriffsspeicher von einem RAM. Festplatte hat viel höheren. Naja, egal. Auf jeden Fall, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Durch diese Geschichte dauert es halt länger. Am Anfang ist es nicht merkbar länger. Und vor allen Dingen, selbst wenn Sie jetzt sagen, meine Platte ist noch nie defragmentiert worden, aber ich benutze nur 10% meiner Platte, dann ist ja immer noch genug Platz da. Das heißt, neue große Dateien werden dann irgendwo hingeschrieben, wo trotzdem Platz ist. Die Defragmentierung ändert sich ja auch vom System her. Früher war das wirklich so, dass die Dateien alle hintereinander geschrieben wurden und defragmentiert wurden. Also die Dateien waren nicht fragmentiert und wurden komplett hintereinander geschrieben. So, das war, soweit ich das weiß, noch das System von Windows 95 bis Windows 2000 oder so ähnlich. Und bei XP hat Microsoft das schon anders gemacht, dass dann, glaube ich, gesagt wurde, es ist ja völlig egal, wo die Dateien auf der Platte liegen, denn der erste Schreiblesezugriff oder die Kopfjustierung, die findet sowieso statt. Und ob die nun wirklich hintereinander stattfindet oder ob jetzt, sage ich jetzt mal, irgendeine Datei mitten auf der Festplatte liegt, aber da an einem Stück, ist ja völlig egal. Deswegen hat sich diese Art der Arbeit des Defragmentierens dahingehend verändert, dass die ganze Geschichte nicht unbedingt hintereinander geschrieben werden muss, nur die einzelnen Dateien, die müssen halt defragmentiert sein. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen wirr, egal. Hypoglossy fragt an bezüglich, welche Antivirensoftware benutzt ihr? Da verweise ich Sie auf unser How-To-Video, einfach dort kurz nachschauen. 79 35 22 hat ein Problem mit seinem Rechner, er baut ihn wohl regelmäßig neu auf über die Recovery-CD. Hat er jetzt letztens auch schon wieder gemacht, danach kein Grafikkartentreiber und WLAN ging auch nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass das relativ normal ist, wobei ich jetzt allerdings noch nie mit Amilo-PCs gearbeitet habe. Die sind von Fujitsu.
Deswegen, ich weiß nicht, ob das bei denen üblich ist. Bei den Rechnern, die wir hier haben, wo wir überhaupt Recovery-CDs haben, da ist eigentlich nach so einer Recovery-CD-Aktion der Ursprungszustand wieder vorhanden. Das heißt, da sind alle Treiber installiert. Deswegen ist das in diesem Zusammenhang nicht mal eine schlechte Idee. Ich hatte mal vor Ewigkeiten einen Fujitsu Siemens PC. Da war ein richtiges Windows mitgeliefert worden. Und ja, wenn man das halt neu installiert hatte, dann musste man dann danach von einer, ich sage jetzt mal, von einer Treiber-CD noch die einzelnen Treiber hinterher installieren. War jetzt nicht weniger Aufwand, war eigentlich mehr. Deswegen so eine Recovery-CD kann ganz clever sein, aber sollten dann auch wenigstens die Treiber installiert sein. Warum jetzt also bei Ihnen die Treiber nicht installiert sind, kann ich natürlich nicht sagen, da ich noch nie mit Amilo-PCs zusammengearbeitet habe. Er hat jetzt aber das Problem, auf einmal scheint wohl aus seinem Audioausgang eine rote Lampe zu leuchten und der Headset-Kopf, das Headset funktioniert nicht mehr. Ja. Also ich sage das mal so auf die Schnelle gesagt, es macht keinen Sinn, warum aus einmal da eine rote Leuchte leuchten sollte. Jetzt kann man aber nicht ausschließen, auch hier wieder, noch nie mit Amilo gearbeitet, ist das eventuell eine Art Fehlermeldung vom Rechner nach draußen. Und die haben sich einfach gesagt, hier, da kann man doch easy reingucken, ist besser als die Lampe an den Lüfter zu setzen, weil da kommt jede Menge heiße Luft durch und so weiter. Also an so einen Lüftungsausgang. Deswegen, das kann ich aber nicht sagen. Ich schätze mal, Sie müssten sich dann an den Amilo Support mal wenden, ob das bei denen so üblich ist. Weil ansonsten würde ich sagen, es macht überhaupt keine rote Lampe in so einem Motherboard Sinn, weil man guckt ja, kann ja nicht reinschauen. Aber das wäre eine günstige Position, um zu sagen, das ist eine Stelle, da kann man von draußen reinschauen und da könnten wir irgendwelche Fehlermeldungen übermitteln, wenn man jetzt sagt, also eine rote Lampe indiziert, dass die Festplatte bald himmelt oder schon kaputt ist. Eine blaue Lampe, also ist natürlich immer dieselbe Lampe, aber die leuchtet dann halt blau. Das heißt dann eben, Arbeitsspeicher hat eine Macke und so weiter und so fort. Das könnte ich mir vorstellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber rote Lampe oder so, ich habe ich noch nie gehört, aber ich habe auch noch nie mit deren Hardware gearbeitet. Deswegen, wenn man also ausschließen kann, dass der Headset oder das Mikro einfach nur einen Kabelbruch hat, weil es schon was älter ist oder ähnliches, dann würde ich mal sagen, rufen Sie da mal beim Support an. Namenloser fragt an bezüglich Opera 11, ob wir nicht mal ein paar Videos dazu machen würden. Machen wir, wenn Opera 11 da ist. Die Alpha-Phase ist uns zu früh. Wir kriegen hier schon Mails, warum wir keine Videos zum Firefox 4 haben. Der ist ja jetzt schon seit Ewigkeiten in der Beta-Phase und das halten wir immer noch zu früh. Also ich glaube, die ersten Mails diesbezüglich kamen kurz nach dem Sommer. Und ja, jetzt kommt er ja, glaube ich, scheinbar erst im März oder Februar 2011. Ja, also deswegen. Ja, also, kommen. Wenn das Teil da ist. James Bond Online, nee, James Bond 007 Online. Er hat ein Problem mit seiner Batch-Datei, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mal mehr die Frage. Er sagt, jetzt kann ich einen Button von einer Batch-Datei auswählen lassen. Nein, das geht nicht. Dann brauchen Sie Visual Basic. Eventuell kriegt man sowas noch hin mit Visual Basic Script, aber ich weiß nicht, ob Visual Basic Script, nie damit gearbeitet, andere Anwendungen ansteuern kann. Visual Basic Script, damit können Sie eigene Interfaces erstellen, also Oberflächen, und da können Sie auch Buttons drauf platzieren und die können Sie natürlich auch drücken, das ist klar. Sonst wäre das Ganze ja ziemlich sinnlos. Aber ob Sie halt auch die Buttons einer anderen Anwendung drücken könnten, so wie Sie es mit Visual Basic machen können, kann ich nicht sagen, da ich mit Visual Basic Script nie gearbeitet habe. Aber ich weiß, dass das von einer normalen Batch-Datei aus auf keinen Fall geht. Maestro X009 hat ein Problem mit seiner externen Festplatte und einem Ordner, einem Dateiordner, der da drauf ist. Er möchte diesem Dateiordner, der auf der externen Festplatte ist, ein ganz besonderes Icon verpassen. Das ist noch nicht besonders aufregend. Tricky wird es erst hier, dass, nachdem er das natürlich alles geschafft hat, auf Rechner 1, das ist ja seine externe Festplatte, er möchte, dass wenn diese gleiche externe Festplatte über zum Beispiel USB auf einem anderen Rechner angeschlossen wird, dass der dieses Icon übernimmt. Das ist tricky und ich glaube, es geht nicht. Wir haben es noch nie funktioniert. Wir hatten den Bedarf einfach noch nicht und deswegen, ich schätze mal, es geht nicht. Denn Sie können ja streng genommen nicht mal vorhersagen, auf welchem Windows das Ganze landet. Also Sie könnten ja theoretisch auf Windows 98 mit installiertem USB-Treiber, könnten Sie die Festplatte anstecken. Windows 98 kann zum Beispiel
was war das, Pixel nur bis 64 mal 64 darstellen, während XP, glaube ich, schon bis 128 darstellen kann und so weiter und so fort. Also da gibt es schon kleine Unterschiede. Und ich schätze mal, da scheitert es dann am Ende dran. Ansonsten, ich glaube mal, ich weiß aber nicht, ob wir das in dem Video gezeigt haben. Und wenn wir es gezeigt haben, dann weiß ich auch nicht, ob es in diesen zwei Videos vorkam, die Sie hier zitieren. Aber man kann ja ungefähr die Icons, die angezeigt werden, kann man ja steuern über diese, ich weiß nicht, heißt das Ding Desktop-INI, die in der Datei drin ist. In den Dateien sind INI-Dateien. Quatsch, Blödsinn. Streichen Sie das Letzte. In den Verzeichnissen sind INI-Dateien drin. Desktop.ini zum Beispiel. Und darüber kann man steuern, welches Icon angezeigt wird. Das haben wir mal in irgendeinem Video gezeigt. Aber ich weiß jetzt eben nicht, ob das für das Verzeichnis dann galt oder es da drin war. Ja, das ist jetzt. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich weiß, wir haben mal irgendwas gesteuert. Was war das? War das dieses Favorit? Das war dieses Favoritenvideo über Windows 7. Denn das Favoritenteil ist ja auch nur. Das Favoritenteil ist ja auch nur eine Geschichte bezüglich. Das ist ja auch nur ein Ordner. Und da werden ja im Explorer auch andere Icons angezeigt. Und das haben wir realisiert über diese INI-Datei in dem Ordner. Also schauen Sie sich mal die Favoritenvideos an. Aber wie gesagt, wir haben immer noch das Problem, dass das Ganze halt, je nachdem, an welches Betriebssystem Sie das anschließen, überhaupt nicht mehr geht, da die alten Betriebssysteme das so gar nicht auslesen. Geschweige denn halt natürlich zum Beispiel, Sie stecken die Festplatte bei Ubuntu an oder so ähnlich. Also ich schätze mal eher nicht, aber schauen Sie sich trotzdem die anderen Videos an. Sorry, wenn das jetzt hier nicht besser ging. Lenny07x, YouTube löscht Kanäle. Diese Nachricht habe ich bekommen, wäre nett, wenn das Semper-Video-Team das mal überprüfen würde. Und hier natürlich die übliche Werbung, sie sollen irgendwo hinzu. Ansonsten werden alle Accounts bis Dezember gelöscht. Also gut, da weiß man ja schon von so her, dass das absoluter Schwachsinn ist. Nein, das ist absoluter Bullshit. YouTube würde nicht so viele Schreibfehler da reinpacken, wie in diesem Rechner, wie in diesem Brief drin sind. Ja, also hier das schon mal groß geschrieben, das ist falsch. Hier haben wir nur ein Komma davor. Ansonsten, ich glaube, hier fehlt ein Punkt hinter dem Wie. Das kann aber auch ein Copy-and-Paste-Fehler von Ihnen sein. Aber hier ist Robots in. Da fehlt auf jeden Fall auch ein Leerzeichen drin. Hier fehlt auch ein Leerzeichen. Also nee, das wird ja sogar. Na, ich sag's nicht. Nein, also deswegen das ist totaler Fake. Weil hier sind so viele Drohungen drin, dass wenn man was nicht macht, dann wird direkt gelöscht, gelöscht, gelöscht und so weiter. Ja, die können gar nicht löschen. Deswegen, nein, absolutes Fake. German Tutorials in HD fragt an, er hat ein Skype-Problem. Windows Home 7 und Skype, er benutzt jetzt die Beta 4.0, die Version 5 ist wohl schlecht. Ich frage mich, woher es eine für Beta 4.0 gibt, wenn die Version 5 schon da ist. Egal. Sein Problem ist, 5 Sekunden funktioniert Skype astrein und kann sich auch anmelden. Aber nach 10 Sekunden hängt sich der komplette Rechner auf. Hardware ist ein Acer M265, hört sich nach einem Laptop an, aber kann ich mich auch vertun. Deswegen wahrscheinlich die erste Fehlermeldung haben wir mal gezeigt in dem Video. Fehlerursache oder so ähnlich hieß das Teil oder Fehlermeldungen aufspüren. Was sagt denn hier unser Log dazu? Also das Ereignislog. Wenn der ganze Rechner sich komplett aufhängt, dann muss ja irgendein Service da irre spielen. Da müssen Sie mal als erstes nachschauen. Was ist hier der letzte Log-Eintrag, bevor Windows sich da komplett aufhängt? Ich schätze mal, da dürften Sie jetzt schon mehrere Fehler haben. In der Ereignisanzeige über die Systemsteuerung, Video haben wir schon gemacht, einfach dort nachschauen. Okay.